Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schritt auf unserem Weg vom objektorientierten Datenmodell hin zu einer richtigen Softwareanwendung. Im letzten Abschnitt haben wir uns ja damit beschäftigt, wie wir Daten abfragen und aggregieren. Und jetzt wollen wir genau das Gleiche machen, nur jetzt wollen wir es eben nicht mehr in C-Sharp schreiben, sondern in LingQ. LingQ ist ja eine Language Integrated Query Language, also quasi eine Sprache, die in eine Sprache integriert ist. In dem Fall ist es eine Abfragesprache, die in C-Sharp oder Visual Basic.net integriert ist. Also jetzt sagen wir mal so, wir haben ja gesagt, wir wollen das Ganze möglichst innerhalb von unserem C-Sharp-Code haben. Das hat so ein paar charmante Vorteile. Der erste, der uns auffällt, ist, dass die IDE normalerweise über unsere Typen Bescheid weiß. Das heißt, sie hilft uns beim Schreiben von den Statements. Und diese Statements, ich habe es ja eben schon gesagt, LingQ ist ja Language Integrated Query, die sehen jetzt ganz normal aus wie C-Sharp-Code. Ja, da kann ich also jetzt im Prinzip einfach mir das anschauen. Also, die Grundstruktur ist dieses From. Also, ich möchte gerne aus dieser Persons, ne, die haben wir eben angelegt, abfragen die Person. Und was er jetzt im Prinzip macht, ist, er fasst jetzt einfach dieses Persons als Datenquelle auf, ja, und verfüttert das an so eine Workload. Ja. Und auch da gilt wie eben, ne, also die sind ja, wenn man sie ausprogrammiert, das haben wir eben gesehen, sind das ja im Prinzip einfach kaskadierte Funktionsaufrufe, die jetzt auf diese Reihe von Personen ausgeführt wird. Und das Beispiel von eben war ja, gib mir mal alles zurück, wo im Vorname TT ist. Ja, das heißt also, in diese WhereClause muss jetzt irgendwas rein, was ich zu einem Boolean auswerten kann. Also wo ich sagen kann, stimmt das oder stimmt das nicht. So, und dieses Persons ist im Prinzip ein Platzhalter für das abgefragte Element, ja, ähnlich wie bei den Lambda-Ausdrücken. Das heißt also, hier kann ich jetzt auf diese Person zugreifen und mir den Given Name von der Person holen und auf der das Contains ausführen. Ja, und da steht jetzt hier Contains TT, also das, was hier rauskommen müsste, wäre unsere beiden Nasen von eben, ne? Otto und Pitt. So, das Ganze ist selbstverständlich jetzt auch einfach ein iEnumeral. Ja, das heißt also, was da jetzt rauskommt, ist einfach eine Auflistung von Personen. Ja, weil wir stecken auf der einen Seite Personen rein, kommen auf der anderen Seite Personen wieder raus. Muss nicht so sein, ne? Wir haben es mit dem Select eben gesehen. Das geht dann natürlich in LingQ auch. Aber in unserem Fall machen wir nichts damit. Also wir machen jetzt hier noch so eine Order-By-Clause rein. Da können Sie jetzt irgendwas aussuchen. Auch hier wieder, ich muss jetzt im Prinzip so eine Art Lambda-Funktion angeben, wie ich von dieser Person aus auf das Datum komme, nachdem sortiert werden soll. Ja, und die Person, die wir hier angegeben haben, das ist ja genau diese hier und die hat ein Family Name und nachdem wird sortiert. Und jetzt kommt das Select, also was von dieser Person möchte ich haben. Ja. Auch hier gilt wieder, wie eben, da können wir jetzt den Typ ändern, da können wir irgendwie reinprogrammieren oder sonst was, aber in der Regel ist es am einfachsten, hier einfach was auszuwählen. Auch hier wieder, ne, wenn Sie ja so einen riesen Objekttyp haben mit Tonnen von Attributen, dann kann man eben hier angeben, was ich überhaupt haben möchte. Wenn ich das jetzt mal ausführe, ja, dann sehen wir, das erste ist der Typ. Also das, was hier rauskommt, ist tatsächlich ein Iterator, also so eine Aufzählung, und zwar von Strings. Ja? Weil ich habe ja nicht die Person ausgewählt, sondern nur ihren Family Name. Ja? Und da steht jetzt Fischer und Müller drin. Klar, wir wissen, der eine heißt Pitt, der andere heißt Otto, das sind unsere beiden mit dem TT im Vornamen. Ja? Wenn ich jetzt mehrere von diesen Attributen haben möchte, dann muss ich mir überlegen, wie transportiere ich die? Ja, da gibt es jetzt hier die sogenannten anonymen Typen. Kann uns egal sein, was das genau ist. Für uns ist einfach nur wichtig. Ich kann jetzt hier aus meiner, kann ich Personen abfragen. Ja, das mit der WhereClause, geordnet nach dem Familiennamen. Und jetzt schreibe ich in das Select eben nicht mehr nur den Family Name rein, sondern ich möchte jetzt hier einen Typ haben, der Fname und Gname als Attribut hat. Und da sind dann Family Name und Given Name drin. Wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir, okay, alles klar. Also der Iterator ist
immer noch irgendwie eine Auflistung von Zeug. In dem Fall ein anonymer Typ, bestehend aus zwei Strings. Wer hätte es gedacht? Die beiden da sind das. Ja, und wenn ich mir die aufzählen lasse, dann sehe ich, aha, alles klar. Hier ist also unter F-Name jetzt Fischer und unter G-Name der Pitt und unter F-Name der Müller und unter G-Name der Otto abgespeichert. Ja, also, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nicht den ganzen Objekttyp haben möchte, sondern nur einen Teil davon, dann kann ich mir das einfach hier über so einen neuen Typen zusammenbauen. Und ja, dieses Select ist ja wie eben, wird jetzt für jedes Ergebnis einmal ausgeführt. Ja, und jedes Ergebnis wäre ja jetzt im Prinzip hier so eine Reihe von Personen. Ja, und dann hole ich mir aus der Person eben den Family Name raus und den Given Name. Ne? Und jedes Mal, wenn der hier so eine Person findet, wird es ausgeführt. Sehen wir ja, wir haben ja hier zwei Personen gefunden und wir haben zweimal das zurückbekommen. Gut, kommen wir mal zu dem naheliegendsten Fall. Der naheliegendste Fall wäre ja, eigentlich interessiert mich das ganze Objekt. Ja, dann kann ich hier einfach auch Select Person schreiben. Ne? Dann wird mir tatsächlich das ganze Objekt beschafft. Ja? Unter Umständen eben auch mit allen Attributen, die sonst noch so im Datenbankserver rumgammeln. Und da sehen wir, alles klar. Hier, ja, das war ja eben, haben wir eben schon gesehen, das ist diese To-String-Methode, die uns das hier so ein bisschen schön macht. Ja, und wir gehen jetzt einfach hier rüber und sagen, okay, also mit for each möchte ich das hier ausgeben. Also das ist ja unsere Print-Methode und die macht jetzt hier einfach Fischer und Otto. So, und jetzt kann man natürlich fragen, muss ich das in so einer for each-Schleife machen? Nein, muss ich nicht. Weil die haben an diese Listen zum Beispiel schon auch so eine Methode for each dran gepackt und die kriegt, wer hätte es gedacht, wieder eine Funktion als Parameter. Ja, und das kann man, das haben wir eben schon mal gesehen, natürlich dann auch später wieder durch eine Lambda-Funktion ersetzen. Wenn ich das jetzt einmal mache, dann sehe ich, okay, jetzt wird also aus dieser Aufzählung von Personen, und diese TT-Persons sind ja die mit dem TT im Vornamen, eine Liste gemacht. Und an dieser Liste wird for each aufgerufen. For each bekommt eine Funktion als Parameter. Da nehme ich unsere Print-Funktion, die wir die ganze Zeit schon benutzen. Und in die stopft da jetzt die einzelnen Personen rein. Und dann sehen wir also die Person ausgedruckt und die Person ausgedruckt. Ja, das Ganze schön order by, family name, passt auch. Fischer, Müller, tipptopp. Ja, kann man also nichts gegen sagen. Funktioniert. Und es funktioniert natürlich auch mit irgendwelchen beliebigen Listen. Ja, also nehmen wir mal hier nochmal hier unsere 40 Fibonacci-Folgen. Ja, und auch hier kann ich jetzt, das was wir eben gemacht haben, ich kann hier eben auch rechnen. Ja, also hier, was wir hier sehen, das ist ja im Prinzip der rechte Ausdruck von unserem Lambda-Konstrukt eben. Ne? Also ich wähle aus der Fibonacci-Folge die einzelnen Teile aus und die nenne ich Number. Ja, und die nenne ich Number, damit ich hier drauf zugreifen kann. Ne? Und das hier zusammen, das ist ja wieder ein boolscher Ausdruck. Also will ich dich haben oder will ich dich nicht haben? Kann ich auswählen. Also ist die Number modulo 2 gleich 1. Dann habe ich eine Ungerade. Ja, und das kann ich hier einfach mal ausführen. Dann sehe ich, jetzt habe ich aus der Fibonacci-Folge alle ungeraden Nummern aussortiert. Ja, mit einem relativ einfachen Statement. Also aus der Fibo 40 alles, was ungerade ist und davon eben direkt die ganze Nummer. So. Und dann habe ich es ja eben schon gesagt, ein weiterer Freund von uns ist die Aggregation, ja, die uns dann eben auf dem Server schon ausgeführt wird, sodass wir das ganze Zeug nicht vom Server beschaffen müssen und in unsere Anwendung laden müssen. Da habe ich Ihnen jetzt mal hier so ein paar Beispiele mitgebracht. Also Summe haben wir schon gesehen. Dann gibt es den Average, den Count, also so diese Kollegen, die gibt es da. Gibt es noch ein paar mehr, die finden Sie alle in der Dokumentation. Und wenn wir jetzt mal hier schauen, dann sehen wir alles klar. Also hier, das ist unsere 26. Es sind 26 Stück. Ja, dann habe ich hier den Average. Das ist natürlich bei der Fibonacci-Folge unfassbar sinnloser Wert. Den braucht kein Mensch für nichts. Aber man kann ihn ausrechnen. Und eben die Summe, ja, was ja bei Fibonacci-Zahlen natürlich auch ziemlich sinnfrei ist. Die braucht auch kein Mensch für nichts. Aber immerhin, wir können sie eben darstellen. Ja, und das ist im Prinzip die Aggregation. Wenn wir also jetzt hier nochmal einen Blick zurückwerfen, dann sehen wir, alles klar. Also auf der C-Sharp-Seite können wir jetzt mit Yield zum Beispiel Daten generieren. Wir können auch einfach instanzierte Objekte nehmen. Haben wir ja gemacht, ne? Also diese instanzierte Liste von Personen. Ich kann auch irgendwas aus einer Datei lesen. Ja? Also ich lese irgendwie Strings aus der Datei, dann mache ich mit Select irgendwelche Objekte draus und so Zeug. Dann Aggregation und Filter, ne? Also where, alles wird verfüttert und hinten raus kommt eben dann eine Liste
oder eine Auflistung, die weniger enthält. Ja, dann Select, ich kann die Sachen also auch umrechnen, ne, von Integer in String, von String in Integer, was immer Sie wollen. Und ich kann die ganzen Sachen aggregieren, ja, also die Summe bilden, den Durchschnitt und den Count. Und wie gesagt, da gibt es ja noch ein paar andere, die müssen Sie halt dann entsprechend googeln, wenn Sie sie brauchen. Gut, und iteriert wird ganz normal, entweder mit einer For-Each-Schleife, die habe ich ja jetzt in dieser Print-Methode versteckt ganz oben, oder eben in dieser For-Each-Methode, wo ich dann eben einfach so eine Methode übergebe, die jedes Mal aufgerufen wird. Das gleiche bei LinQ. Bei LinQ würde ich jetzt hier zusätzlich noch den DB-Kontext nehmen. Wir haben ja gerade gesehen, es geht auch auf unseren Standardobjekten. Ja. Abgefragt wird mit from in, ne, also hier, wo kommen die Daten her, wie möchte ich sie benennen, also von was möchte ich dann meine Attribute auswählen. Ja, das Ganze eben dann als einzelne Worte direkt integriert in die Sprache, where, order, by, select und so weiter. Und auch auf die sind wieder anwendbar unsere Aggregationsfunktionen, ja, und verarbeitet wird genauso. Und jetzt sehen Sie, das Coole ist, dadurch, dass das hier gleich ist, ja, und das hier ziemlich ähnlich, ja, und die im Prinzip das alles auf diesen Aufzähltypen, ne, also Auflistung von, runtergedampft haben, kann ich jetzt das auch beliebig mischen. Ja, ich kann jetzt hingehen und kann sagen, ich programmiere mal irgendwelche Objekte, dann kann ich es ausprobieren, und wenn es funktioniert, dann kann ich es immer noch auf die Datenbank übertragen. Ja, und so gehen wir jetzt auch im Moment vor. Also wir haben jetzt erstmal im ersten Schritt das Datenmodell übertragen in C-Sharp-Objekttypen. Ja. Und im nächsten Schritt werden wir uns jetzt mal angucken, wie wir auf diesen Typen auch mit LinQ Abfragen machen können. Und dann packen wir das alles in die Datenbank. Ja, und dann werden wir sehen, dass es genauso funktioniert. Und das ist natürlich super, weil dann kann man sich, da braucht man sich ja nichts Neues gewöhnen. Bevor wir jetzt aber in die Datenbank einsteigen, gibt es im nächsten Abschnitt erstmal nochmal ein Beispiel zu dem LinQ, damit man das noch ein bisschen vertieft. Und dann gehen wir in die Datenbank.